das alte Blut. Ein mächtiges Werkzeug, keine Frage. Es heilte hunderte von Menschen in Jana von ihren Leiden. Jedoch ist dieses Wundermittel mit Vorsicht zu genießen. Yharnam nutzte es an jeder Ecke. Schon bald begannen jene, die das Blut konsumierten, sich in Monster zu verwandeln. Das Bestienblut wurde entfesselt. Und die einst prächtige Stadt fiel ins Chaos. Die heilende Kirche, in dem Glauben, den Menschen helfen zu können, brachte diesen fürchterlichen Fluch nach Yharnam. Ich bin Sera. Und heute sprechen wir über die Vikarin Amelia, letzten Meisterin der heilenden Kirche. Die Vikare der heilenden Kirche waren an der Spitze der Kirchen und führten ihre Untergebenen durch die Straßen des Landes. In ihren Augen war die Furcht vor dem alten Blut das wirkliche Problem. Sie folgten den Worten des Gründers der Kirche, Lawrence. So verloren sie sich alle in dem Blut der Bestien. Als der Blattgei Amelia in der Kathedrale begegnet, kniet sie betend am Boden und hält ein Goldamulett in ihren Händen, welches sie auch nach ihrer abscheulichen Transformation in eine Bestie nicht loslässt. Das Amulett soll die Vikare der Kirche an ihren Schwur erinnern und das Bestienblut zurückhalten. Amelia ist jedoch verloren. Das Amulett scheint sie nicht genug geschützt zu haben. Sie scheint sich ihren eigenen und auch menschlicher Schwäche bewusst zu sein. Und anscheinend war ein Teil des Glaubens der heilenden Kirche, sich vor menschlicher Schwäche in Acht zu nehmen. War ihnen von Anfang an bewusst, welche schrecklichen Nachwirkungen das alte Blut hatte? Der Blattgei beendet Amelias lange Wacht über die Kathedrale, als die Nacht über Yharnam hineinbricht und das Bestienblut erneut durch die Straßen zieht. Unser blutgetränkter Held macht sich auf den Weg in die äußeren Bereiche der Stadt, zu einer kleinen Siedlung, die schreckliche Hexen beheimatet, Hemwick. I'm gonna cut you.